doch alles okay. Das sind eure Reporter hier. Und los geht es beim Oberligaspiel der B-Jugend. Grünwald Spring gegen die TSG Wismar. Es gab in der laufenden Spielzeit 3 Aufeinandertreffen, heute das 4. Dreimal zog die TSG Wismar den Kürzeren gegen die Mädels von Grün-Weiß. Nur als kleine Randbemerkung, das erste Spiel endete für Grün-Weiß 27-18, das zweite 30-18 und das letztere 23-19. Aber hier erstmal der erste Ballverlust auf Schweriner Seite und ausgenutzt durch Laura Blum zum 1-0 für die TSG. Ein weiterer Fehlpass. Hat die Abwehr sehr gut aufgepasst. Zügig zurückgelaufen. Und da hätte es fast ein zweites Mal geklappt. Da hat sich Christine Vogt vernaschen lassen. Aber zum Glück ging der Ball an die Latte. Somit bleibt es beim 1-0 für die TSG. Schön vorgeführt, die Welle ein-, zweimal durchgespielt. Ines Jeske setzt ihre Kreisläuferin Marie Harder in Szene. Die kann mit einem tollen Fallwurf das 1-1 für Grün-Weiß erzielen. Ah, 7-Meter-Entscheidung. Und da stehen sich gegenüber Malika Buhana gegen Sina Gülukay, die zwar am Ball ist, aber den kürzeren zieht. Somit der Treffer zum 2-1. Tolle Einzelleistung von Laura Stamer auf der Linksaußenposition. Zwingt ihre Gegenspielerin Wiebke Kasper zum 1-1. Erste gute Szene von Sina Gülukay. Ah, es ist Pech, das ist schade. Saskia Harder nur mit dem Pfostentreffer. Gut zu erkennen ist, dass die Schweriner Mädels unheimlich schnell zurückarbeiten nach Ballverlust oder nach abgeschlossenen Würfen. Daher auch nicht die Möglichkeit für die TSG, über die erste und zweite Welle erfolgreich zu werden. Und hier eben gerade der Wurfversuch von Malika Buhana. Ja, weit am Tor vorbeigeht. Grün-Weiß im Ballbesitz und beim Spielaufbau. Ein zweites Mal Pech. Von Ines Jeske, die das Gebälk trifft. Somit bleibt es beim Unentschieden. Und ab geht es. Technischer Fehler auf Wismar Seite. Schwerin in der schnellen Vorwärtsbewegung.
Aber auch da mit dem Fehlpass. Zum Glück landet der Ball im Aus und Schwerin im Ballbesitz. Ja, nun scheint es langsam Zeit zu werden. Die Schweriner Mädels haben nicht wirklich ein Konzept, noch kein Mittel gefunden, um diese große Abwehr im Zentrum von der TSG zu knacken. Jetzt das passive Vorwarnzeichen der Schiedsrichter. Das heißt, es muss ein Abstoß kommen. Und Ines Jeske verzieht übers Tor. Aber auch der Konterpass von Tina Schulz geht ins Leere. Somit wieder Schwerin in der Vorwärtsbewegung. Nur 9 Meter. Schade, das war mal richtig gut anzuschauen. Mit Druck auf die Abwehr entsteht die Lücke für Ines Jeske. Fußfehler auf Schweriner Seite, Konter, aber Sina Güdokeit stellt sich in den Weg, vereitelt die Großchance von der TSG. Aber auch Schwerin mit dem Fehlversuch. Tina Schulz konnte sich auszeichnen. Und Sina Güdokeit gleich mit der weiteren Parade. Hält ihre Mädels bei der Stange. Nun muss es auch vorne mal wieder klappen. Ja, was uns auffällt, das Schweriner Spiel ist sehr linkslastig. Wenig Vorbereitung für die halbrechte Seite und Rechtsaußenseite. Hat sich toll durchgesetzt, Ines Jeske. Verwandelt zum 3:2 für Grün-Weiß. Hat sie ein wenig wehgetan. Ja, Shake Hands, kurze Entschuldigung. Und auch bei Ines Jeske geht es weiter. Drei zu zwei Führung, Vögelweiß. Wisst mal beim Anwurf. Josefine König mit dem Wurfversuch. Sina Güdokeit kann den Ball umleiten. Ja.
volles 1-1 durch Annemarie Rahn. Und wird belohnt mit dem Treffer zum 4-2. Wow, da kommt die Linkshänderin Wiebke Kasper zum Abschluss über die Rechtsaußenposition und ist erfolgreich zum 3-4. Es ging unheimlich schnell, 7 Meter Entscheidung. Es tritt an Saskia Harder gegen Tina Schulz. Saskia Harder mit dem Treffer und dem Ausbau der Führung auf 5-3. Der nächste 7 Meter hat sich Josephine König gut durchgesetzt. Und es tritt wiederum an Malika Bohana gegen Sina Gülükay. Diesmal ohne Abwehrchance. Anschlusstreffer 4-5. Tolle Kreuzung auf der linken Seite mit dem Pass nach links außen, wo sich Laura Stahme ein zweites Mal auszeichnen kann und den Treffer für Schwerin erzielt zur 6-4 Führung. Verlust bei der TSG. Ja, aber auch auf Schweriner Seite fehlt noch die Genauigkeit im Passspiel. Es bleibt beim 6-4 und TSG im Angriff. Erneuter Wurfversuchstor und Josephine König ein weiteres Mal übers Tor. Konterkreuz mit Ablage nach rechts außen. Christine Vogt trägt sich in die Torschützenliste ein und erhöht zum 7-4 für Grün-Weiß Schwerin. Viele technische Fehler, auch hier wiederum kann man gar nicht viel kommentieren. Da muss natürlich abgestellt werden, um es auf beiden Seiten erträglich zu machen. Jetzt haben wir innerhalb von knapp 30 Sekunden 4 technische Fehler im Pass- und Fangspiel. Darunter leidet natürlich ein Handballspiel und wir hoffen mal, dass beide Mannschaften das in Kürze unter Kontrolle kriegen. Toller Block von Saskia Harder, bringt aber auch Sina Gülükay noch in kurze Schwierigkeiten, die aber mit einer schnellen Reaktion den Ball
übers Tor lenken konnte. Team Timeout von Grünwald-Schwerin. Bleib stehen. Sehr auffällig war, dass wir viel zu viel parallel zum Neuner spielen. Wir haben kaum Stoßbewegung, das heißt, so richtig Druck ist nicht. Die Wismarer Mädels haben kurze Bewegung nach links und rechts, das reicht aus, das reicht nicht. Wir verschenken Bälle in der Vorwärtsbewegung, sprich im Konter. Lotta, wir müssen natürlich auch anspielbar sein beim Konter, ne? Das heißt, wir müssen querspielen oder gehen die Dinger verloren. Wechsel, Anne, Jenny, Anne Pause, Ines, Sassi, passt doch mal auf, wir haben jetzt dreimal beim Querspielen diese Reihenläufer gehabt. Da müsst ihr ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr Kontakt haben, ja, dass das nicht ein viertes und fünftes Mal passiert. Komm. Also Wechsel! Gar nicht viel passiert in der Auszeit. Kurz nochmal die Kleinigkeiten angesprochen, kleinere Fehler. Dass man natürlich auch im Konter anspielbereit sein muss. Ansonsten ist man relativ zufrieden. Aber das wird den Trainer wieder missmutig stimmen, weil ein nächster technischer Fehler zum Gegentreffer führt. Erzielt durch die Nummer 2 Michelle Ax. Jetziger Zwischenstand 5-7. Und die gelbe Karte habe ich noch mitbekommen. Ja, für Saskia Harder. Und wir sehen hier jetzt auf Schweriner Seite Jenny Kriegsmann, die Spielregie übernimmt. Wir alle kennen Jenny Kriegsmann aus dem Bereich der Frauen, wo sie immer wieder mal in der Ostsee-Spreeliga ihr Talent zeigen kann und aufblitzen lässt. Erhoffen wir uns mal eine Steigerung des Angriffsspiels der Schweriner Mädels. Und da unterstreicht sich auch schon, was ich gerade gesagt habe. Wunderbar gestellter 9 Meter. Und Jenny Kriegsmann steigt an ihrem Block hoch und kann links oben ins lange Eck einnetzen. 8-5 Führung. Sina Gülkeit mit der nächsten guten Aktion. Erneutes Konterkreuz. Leider ohne Erfolg. Ines Jeske verzieht knapp. Gut aufgepasst durch Marie Harder. Pass auf Saskia Harder. Sie mit dem Treffer zum 9-5. So stellen wir uns das vor. Schnelles Umschalten aus der Abwehr. Und in Co-Produktion mit dem Torerfolg. Jetzt hat sie aber arg geschlafen, die Saskia Harder. Bringt ihre Torhüterin in große Schwierigkeiten. Sie mit viel Glück, da der Wurf nur ans Gebälk geht. Somit Schwerin wieder im Ballbesitz. Aber fast erneut mit dem nächsten technischen Fehler. Ball geht ins Aus, daher Einwurf für Schwerin. Ja, da hat Jenny Kriegsmann Glück gehabt, das war ein Pass, in,
Pass ins Niemandsland. Kurze Ermahnung vom Schiedsrichter an den Trainer der TSG. Ballverlust durch Ines Jeske. Und das nutzt die TSG wunderbar aus. Erfolgreich Michael Lübcke zum 6:9. Ein nächster Ballverlust. Konfusion im Schweriner Angriffsspiel. Foul zugunsten eines 9 Meters. Schwer tun sich die Wismar-Mädels auch. Beim Bezwingen der Springer Abwehr, wo am Ende der Kette Sina Gülukay steht und mit einem schnellen Kurzpass den Konter einleiten kann, der vollendet wird durch Marie Harder. 10:6 Führung. Michel Lübcke kämpft sich durch auf der Rechtsaußenposition. Durch leichtes Stoßen, 9 Meter Entscheidung. Das Ganze endet neben dem Tor. Jessica Gries mit dem Wurfversuch. Jetzt haben sie es mal ganz toll gemacht. Jeske auf Harder. Harder auf Stamer. Und der Treffer zum 11:6. Und Auszeit TSG. Versuchen vorne mehr den Ball laufen zu lassen und selber auch laufen. Ihr bleibt zu viel stehen vorne. Einfach abspielen, weiterlaufen. Die Lücken sind da. Sauber zuspielen, sicher fangen. Ich weiß. Fehlt in der Deckung, seid ihr viel zu harmlos. Da fehlt die Aggressivität. Die machen euch das doch vorher. Sie geben euch jedes Mal einen begleitenden Schritt noch mit. Ihr, was macht ihr? Ihr nehmt die Hände weg. Geht einen Schritt entgegen. Einfach versuchen, mit beiden Händen zum Ball zu gehen. Los, ab geht's wieder. Los, komm, weiter! Auch bei der TSG haben wir Kurzmäuschen gespielt. Und der Hinweis vom Trainer für seine Mädels war, im Angriff noch mehr auf die Lücken zu gehen. Aber insbesondere und ganz wichtig, in der Abwehr kräftig zupacken, einen begleitenden Schritt mit zur Seite geben, bis zum nächsten Mitspieler. Das ist das Hauptmanko, was er möchte, dass seine Mädels abstellen. Dann wird das natürlich auch eventuell vorne im Angriff etwas besser klappen. Nun wieder zum Spiel. Ballgewinn in der Abwehr durch Ines Jeske.
Sie leitet den Konter ein auf Annika Black. Die macht ihren ersten Treffer und die 12-6 Führung. Jetzt einlaufen. Da hat sie ihre Körpergröße ausgenutzt. Elisa Michler mit dem 7. Treffer für die TSG. Dem entgegenstehen 12 für Grün-Weiß-Schwerin. Versucht durch Jenny Kriegsmann. Tina Schulz hat die Hände dran. Das Ganze endet wieder in einem Fehlpass. Somit Schwerin wieder im Ballbesitz. Oh, da hätte Jenny Kriegsmann schon abgehen können. War alles frei im Raum. Kleine Abstimmungsprobleme. Dann der Fehlpass. Und die TSG wieder in der Vorwärtsbewegung. Aber Ines Jeske passt ein weiteres Mal auf. Schade, da hat sich Annika Black verzettelt. Ein Doppeldribbling. Auch auf Schweriner Seite jetzt kurze Ermahnung an die Schweriner Bank. Ich selber habe nichts mitbekommen. Aber die beiden scheinen sich einig zu sein. Somit geht es weiter beim Stand von 12-7 für Grün-Weiß. Sina Güdükayt lenkt auch diesen Ball am Tor vorbei. Halbzeitstand 12-7. Wir sind wieder da, zweite Halbzeit. Oberliga B-Jugend, Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG Wismar, TSG im Angriff. Und einem Rückstand von 5 Toren. Das hat sie ganz toll gemacht. Michelle Lübcke lässt erst einen aussteigen und den zweiten. Dann überwindet sie Anna Harm, die jetzt im Tor steht, zum 8-12.
Jenny Kriegsmann mit dem Versuch, bekommt aber auf dem Weg zum Tor noch einen leichten Stoß, daher 9 Meter. Nächster Versuch, jetzt durch Lisa Menzel, die eingewechselt wurde. Für Laura Stamer. Und auf der Rechtsaußenposition sehen wir jetzt mit der Nummer 8 Eileen Brandt. Das heißt, es wird durchgewechselt auf Schweriner Seite. Und jetzt mit dem Erfolg durch Jenny Kriegsmann wieder die 5-Tore-Führung, 13-8. Ja, da hat sich Jenny Kriegsmann ein bisschen früh aus der Abwehr gelöst. Gibt die Möglichkeit für Josephine König. Die macht den Anschlusstreffer zum 9-13. Aber sofort im Gegenzug. Und ich habe es nicht gesehen, wer es war. Eileen Brandt, Dankeschön. Regie. Schade. Ecke. Kurze Unstimmigkeit beim Schiedsrichter gespannt. Und 7 Meter Entscheidung. Da wird Josephine König rigoros umgerissen. Und jetzt das Duell. Malika Bohana gegen Anne Harm. Auch sie hat die Hand am Ball. Aber es reicht nicht aus. Daher der Treffer Nummer 10 für die TSG. Toll gemacht. Jenny Kriegsmann zieht 2 Abwehrspielerinnen auf sich. Spielt dann mit viel Übersicht den Pass auf Annika Blick, die mit dem Treffer Nummer 15. Ja, die Schweriner Mädels scheinen etwas beherzter zuzugreifen. Ein wenig aggressiver. Aber dann entstehen natürlich auch so eine Lücken. Kleinigkeiten eben hervorgerufen durch Annemarie Rahn, die durch ihr schnelles Herauslaufen die Lücke öffnet und der TSG die Möglichkeit gibt zum Anschlusstreffer zum 11-15. Ja, ein bisschen aufs Gesicht gefallen. Ich kann jetzt momentan auch nicht erkennen, wer es ist. Annika Blick sollte es sein, die dort liegt. Ja. Applaus
Es geht weiter. Alles noch dran. War alles optimal. Aber Jenny Kriegsmann verzieht ihren Wurf. Hat jetzt Glück, dass Anne Harm den Wurf abwehren kann. Und Ines Jeske mit einem tollen 1-1 gegen Michelle Lübcke erzielt den Treffer zum 16:11. Anne Harm mit der nächsten Parade und dem Pass auf Eileen Brandt. Sie kann sich ein weiteres Mal auszeichnen. 17:11 Führung für Schwerin. Gut erarbeitet von der Abwehr von Grün-Weiß. Endet fast in einem Abstimmungsproblem zwischen Torhüter und Anne-Marie Hahn. Rahn, Entschuldigung. Ach, Jenny, das haben wir schon besser gesehen. Und im Gegenzug erfolgreich die Nummer 17, Jule Teich, zum 12:17. Gelbe Karte gegen Eileen Brandt. Kurze Aufmunterung. Soll Anne Harm entschärft den Konter der TSG. Eins hier links, habe ich gerade gehört. Das ist ein Spielablauf. Gestoppt durch Franzi Pagel, die dafür auch die gelbe Karte sieht. 9 Meter Schwerin. Eileen Brandt kann die Hände nicht richtig zum Ball bringen, aber Ines Jeske passt auf. Und jetzt geht es unheimlich schnell. Erster Pfostentreffer durch Annika Blick. Der Nachwurf durch die Nummer 15, Lisa Menzel. Sie mit dem Treffer 18:12. Tor für die TSG. Und 2 Minuten Strafe für Eileen Brandt. Der Treffer für die TSG erzielt durch Elisa Michler. 12:18. Auf Schweriner Seite jetzt die Nummer 18. Carolina Klaus.
Ja, das sollte Jenny Kriegsmann langsam lassen. Immer wieder gute Aktion von ihr mit der Ablage zur Kreisspielerin, die weitestgehend von zwei Spielerinnen gedeckt wird. Nächstes Missverständnis, Jenny Kriegsmann mit dem Pass ins Leere. Vielleicht noch nicht ganz mitgeschnitten, dass sie im Unterzahl spielen. 5-6 jetzt. Das wird durch die TSG auch genutzt, die Überzahl. Erfolgreich Huleteich und dem Anschlusstreffer zum 14-18. Jenny Kriegsmann hat heute einfach kein Glück. Wiederum gutes 1-1 durch sie. Aber Tina Schulz nimmt ihr das ein ums andere Mal den Ball ab. Und die TSG nutzt diese Möglichkeit aus durch die Nummer 10. Laura Blum mit ihrem zweiten Treffer und dem 15. für die TSG, dem entgegenstehen 18 für Grün-Weiß. Schwerin wieder komplett. Aileen Brandt wieder mit auf der Platte. 7 Meter Entscheidung. Abwehr durch den Kreis. Hat sie Annemarie Rahn gut durchgetankt. Es scheint so, als ob Aileen Brandt antritt gegen Johanna Brosig, die jetzt in das Tor der TSG kommt. Aileen Brandt bleibt cool, verwandelt sicher. 19-15 die Führung. Gut gestoppt von der Schweriner Abwehr. Anne Harm entschärft den Wurf von Elisa Michler. Und Jenny Kriegsmann weiter ohne Fortune. Ihr 5. oder 6. Wurfversuch. Alle blieben bisher ohne Erfolg. Auch da hat Tina Schulz wieder die Hände am Ball. Annika Black versuchte es durch eine Einzelleistung. Übertreten. Aileen Brandt nimmt das Tempo raus. Neuaufbau. 1 links angezeigt. Lassen wir uns mal überraschen. Wenn sie Einläufer kommt von links außen, arbeitet sich durch bis zur halbrechten Position. Neumeter wurde ausgeführt durch Jenny Kriegsmann. Gute Möglichkeit, Aileen Brandt kann den Ball nicht fangen. Da geht der Ball ins Aus.
und Wismar im Ballbesitz. Wurf versucht Jesse Gries. Einen guten Meter übers Tor. Zum Glück hat die TSG heute große Abwehrschwächen, Abschlussschwächen. Viele technische Fehler. Daher hat man auf Springer Seite noch die 4-Tore-Führung. Doppelte 2 Minuten Strafe für das Rangeln, Schlagen und Nacharbeiten. Dementsprechend muss Annika Blick runter für 2 Minuten, wie auch von der TSG Laura Blumen. Es geht weiter mit 5 gegen 5. Endlich hat es wieder geklappt, auch Springer Seiten. Der 20. Treffer erzielt durch Lisa Menzel über die Linksaußenposition. Schnell ausgeführt, der 9 Meter. Daher Platz und Raum. Ein zweites Mal versucht sie es, hat Erfolg. Johanna Brosig. Sie ist natürlich toll drin. Monique Defke schafft es. Lisa Menzel auszutanzen und den Treffer Nummer 16 für die TSG zu erzielen. Ich glaube, Jenny Kriegsmann kann heute machen, was sie will. Tina Schulz hat immer die bessere Lösung. Und kauft ihr ein weiteres Mal einen Wurf ab. Aber Anna Harm steht ihr nichts nach, entschärft das Geschoss von Elisa Michler und hält die Schwerinerin weiter auf Kurs. Auf Schweriner Seite der nächste Wechsel. Enrique Rosenkranz jetzt auf der Kreisposition. Schwerin reibt sich auf, Wurf versucht durch Annika Black.
Der wird noch geblockt, aber in der nächsten Aktion Eilingbrand erfolgreich für Grün-Weiß-Schwerin. 21:16, 5 Tore, Vorsprung. Bei noch knapp 5 Minuten Spielzeit. Lisa Menzel arbeitet sich durch, wird belohnt. Torwartwechsel. Johanna Brosig steht wiederum gegenüber Eileen Brandt beim 7 Meter. Aber Eileen Brandt bleibt locker und gelassen. Netzt auch diesen Ball ein. 22:16 die Führung. Tor zählte nicht. Jui. Habe ich Ihnen so viel erzählt? Also der 7 Meter zählte nicht. Daher bleibt es beim 21:16. Zweieinhalb Minuten, 5 Tore Führung. Wurfversuch, Josephine König am Tor vorbei. Der Konterpass geht ins Leere, die TSG im Angriff. Elisa Michler mit dem Versuch, der geblockt wird. Durch Caro Klaus und im Nachgang Anne Harm mit dem gehaltenen Ball. Dieses Spiel neigt sich dem Ende entgegen. 1 Minute 30 noch zu spielen. Fazit für mich bleibt heute: Grün-Weiß-Schwerin sicherlich spielerisch überlegen, aber sehr linkslastig. Eine der wenigen Aktionen jetzt eben gerade von Saskia Harder über die rechte Seite. Ansonsten geht vieles über die Zentrale und über die linke Seite der Schweriner Mädels. Das denke ich mal. Muss abgestellt werden. Sonst könnten wir uns ja auch mit 4 Leuten begnügen und lassen den Halbrechten und den Rechtsaußen weg. Noch 40 Sekunden. Und noch einmal das Team-Timeout genommen. Durch Grün-Weiß-Schwerin. So. Ganz einfach. Ich sage jetzt an, was gespielt wird, und das ist jetzt gesetzt.
Wir wechseln Sassi nochmal raus gegen Jenny. Jenny besetzt halb links. Wir spielen Kreise links, Camper, Jenny. Das versuchen wir jetzt. Lisa, gehört? Lisa? Ja? Ja? Wir haben noch 38 Sekunden. Kann Andi das am Kreis denn sich sperren? Oder soll Andy drum bleiben? Andy, weißt du? Traust du dir zu, die Sperre, oder wollen wir noch schnell wechseln? Okay. Angie nochmal die Sperre stellen, ja, für Jenny durchlaufen. Okay, los. Aber so, ich erzähle mal ganz kurz, was passiert ist eben in der Auszeit. Haben wir verstanden? Wie bitte? Das haben wir gehört. Ja, ich kann es ja trotzdem nochmal erzählen. Also, kurze Ansage vom Trainer. Ich sage jetzt, was gespielt wird und das ist Gesetz. Wir sehen jetzt den Kreisel links mit Camper auf Jenny Kriegsmann. Lassen wir uns überraschen, ob es funktioniert, ob es klappt. Er geht ins Leere, wird aber noch belohnt mit dem 9 Meter. Es sah toll aus. Aber zur Vollendung und zur Krönung fehlte natürlich der Treffer. Auch in ihrem letzten Wurfversuch hat Jenny Kriegsmann heute kein Glück. Aber es hat für die Springer Mädels gereicht. 21 zu 16. Der Erfolg über die TSG Wismar.
Silber.